Moin, ich bin's nochmal. Ich musste nochmal schnell ein kleines Video machen. Weil ich sah vorhin, oh, ich bin mit dem Hund im Waldflur, natürlich haben wir wieder spiegelverkehrt, ich versuche das gleich mal zu regeln, das Schild bei meinem Lieblingsbauern stehen. Frische Gänseeier. Da habe ich so drauf gewartet, weil ich mag die so gerne. So einmal eine Woche sonntags ein leckeres Gänseei und ich habe sie mir gegönnt. Hier sind sie drin, 2 Stück. Von den Preisen wollen wir nicht reden. Die sind auch so günstiger. Das fängt an von 3,20 bis, glaube ich, 4 Euro, was weiß ich. Das ist verschiedenste Größen, aber sehr lecker. Ich gehe ja sehr gerne hin, weil die Bäuerin und der Bauch, sag ich mal, sind sehr, sehr nett, sehr menschlich. Bis jetzt habe ich auch noch nie was Schlechtes hier gekauft. Von Kartoffeln angefangen. Auch schon mal ein Honigglas habe ich mir mitgenommen. Ein bisschen Obst und wie gesagt, die Gänseeier, die ich hier mir gerade geholt habe. Das wollte ich euch nur mal erzählen. Da freue ich mich gleich auf ein leckeres Gänseei. Auch wenn es nicht allzu vielen interessiert. Ja? Also, dann würde ich trotzdem noch mal sagen, zum zweiten Mal ein schönes Samstagswochenende oder schönes Wochenende allgemein. Ja? Wir haben ja, was haben wir jetzt heute? Weiß ich gar nicht, 2. Oktober, ne? Ja. 2. Oktober. Jetzt gucke ich, ob ich das Schild nochmal drauf kriege. Ich muss mal eben wieder üben. Ich bin ja in der Übungsphase. Immer. Immer wird auch immer so bleiben. Meine Übungsphase. Wartet mal ab. Mein Gott, ist doch gar nicht so schwer. Warum kriege ich das nicht rein? Da! Boah. Habt ihr gesehen? Okay. So. Jetzt müssen wir mal... Bumm, da bin ich wieder. Mann, das hat mal geklappt. Mein Gott, ich muss das doch immer in den Kopf reinkriegen. Das hat doch nichts damit zu tun, wenn man Ü60 ist. Das hat man zu blöd ist, um Handy zu bedienen, oder? Ja. Ja, so sieht es aber aus. Jetzt bin ich gerade beim Gucken, wo ist mein Schlüssel. Ach, der steckt da noch am Bus. Da habe ich ja gerade schon drauf gesteckt. Seht ihr? Alles gut. So, wir sehen uns. Schöne Grüße, eure Sieglinde Sorglos. Tschüss.